Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FM 13. Was war das bitte schön für ein Spiel? 4:1 Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Hannover 96. Das ist ja echt unglaublich. Bester Mann heute, Kolja Pusch mit einem Tor und einer Torvorlage. Einfach eine überragende Wahnsinnsleistung gewesen da mit seinem Freistoßtor und die Vorlage zum 2:0. Mit seiner Freistoßflanke und Hofstetter ebenfalls mit einem Tor und einer Vorlage als Innenverteidiger. Er hat den Pass zum 4:1 gegeben auf Anton Fink. Und Anton Fink, der macht 2 Tore. Doppelpack des Stoßstürmers da vorne, der ist einfach wieder top drauf gewesen. Und wir haben, glaube ich, ein neues System gefunden. Das hat überragend funktioniert, da wie wir zusammen gespielt haben im Mittelfeld. Auch mit Prokop da im Mittelfeld. Das sah super aus. Prokop und Pusch haben da super agiert zusammen. Mausberger ja auch richtig stark gewesen. Warum weiß ich, warum der nur eine 3 hat. Für mich war das überragend, was der gespielt hat. Wie den erfahrenen Christian Schulze öfter mal vernascht hat. Hensel kam rein, klar. Gabuschewski ebenfalls mit 3,0. Solide, sagen wir mal. Hat nicht viel gezeigt. Hätte einer einmal raufschießen können oder einen Pass geben können vielleicht noch, aber sonst auch nichts mehr. Ansonsten, wie gesagt, das war ein überragendes Spiel von uns. Hannover einfach schlecht. Kaum Torchancen gehabt. Das Einzige, die sie hatten, die hat dann Leon Arthur Sobiech genutzt. 13-jähriger junger Stürmer. Hat in dieser Saison bereits 10-mal geknipst in der Bundesliga. Also gucken wir mal auf die Statistiken. Da stand war natürlich ausverkauft mit knapp 15.000 Zuschauern. 14.979, um es genau zu sagen. So, schauen wir mal rauf hier. Ja, dritte Minute, 17. Und das 13:0 ist hier gar nicht mit vermerkt. Komischerweise. Gucken wir auf Ballbesitz. 52% Ballbesitz für die Chemnitzer. Also das 5:2 Chancen. Also einfach unglaublich, wie wir heute gespielt haben. Wir gucken mal, wie die möglichen Halbfinalgegner aussehen. HSV setzt gegen Eintracht Frankfurt durch mit 2:0. Nürnberg gegen Dortmund 3:3 nach Verlängerung. Dortmund siegt am Ende mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Bayern schlägt Augsburg 4:0. Tore durch Müller 3-mal und Mandzukic. Ja, und dann sind wir natürlich mit dem 4:1 Sieg in Hannover sind wir im Halbfinale. 14.979 Zuschauer haben wir gesehen. Halbfinale wird jetzt ausgelost. Es sind nur noch die Creme de la Creme dabei. Wir sind unter den 4 besten deutschen Mannschaften, was den DFB-Pokal angeht. Und das ist einfach klasse. Wir haben uns da durchgesetzt gegen viele andere Vereine. Viele andere sind schon frühzeitig rausgeflogen. Aber unser Chemnitzer als Zweitliga-Aufsteiger, gerade noch frisch aus der dritten Liga kommend, was wir für eine überragende Saison spielen, ist einfach klasse. Das ist einfach. Nee, das kann man einfach nicht in Worte fassen, Leute. Gucken wir auf die Stimmen. Was gibt's da zu sagen? Anton Fink. Wenn ich das Tor treffe, denke ich immer, was mache ich jetzt? Und dann laufe ich immer mit irgendwelchen peinlichen Gesten rum. Ja. Und Friedhelm Funkel, Trainer von Hannover 96. Die Enttäuschung ist riesengroß. Vor allem, weil diesmal auch die Defensive nicht funktioniert hat. Maximal 3,5 Spieler haben heute annähernd Normalform gehabt. Also, Friedhelm Funkel, jetzt übrigens Trainer von Hannover 96, ist echt ein Ding. Geht hart in die Kritik mit seinen Spielern. Also, klar, wenn man so hoch gegen den Zweitligisten verliert, dann kann man das natürlich machen. Für Fink waren es die ersten beiden Treffer im DFB-Pokal. Jetzt hat er erst zugeschlagen, wenn es richtig wichtig wurde. Fair Play. Na gut, da gibt es eigentlich auch nicht viel. Das Duell heute. Sobiech gegen Kursch hat sich Push-Klasse durchgesetzt. Und auf in die Auslosung fürs DFB-Pokalfinale. Ein Heimspiel wäre natürlich klasse. Am schlimmsten wäre es natürlich viel lauter, dass er jetzt hatte, ne? In München. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Borussia Dortmund. Eieiei. Dortmund gegen HSV. Das heißt, wir treffen auf die Bayern. Aber wo? An der Gellerstraße oder der Allianz Arena? Nein. Das war natürlich sowas von klar. Das war natürlich sowas von klar. Wir als kleiner Chemnitzer FC müssen in die Allianz Arena nach München zum großen FC Bayern. Das ist natürlich wieder typisch Bayern, dass die dieses Losglück kriegen. Jetzt brauchen wir wirklich kein Bayern-Fan mehr kommen und sagen, die haben kein Losglück. Ehrlich. Das ist in Wirklichkeit so, dass sie jedes Jahr ein zweiliges zugelost bekommen zu Hause. Das ist auch hier im FM so. Das ist typisch Bayern. Oh Mann. Schlimmer hätte es natürlich nicht kommen können, ne? Aber wir freuen uns. Wir freuen uns einfach, in so einen großen Stadion reisen zu können. Natürlich haben wir mit dem Spiel gegen 60 schon einen so einen Ausflug sicher. Aber auf ausverkauftem Haus 79.000 Zuschauer oder. Nein, 71.000 gehen in der Wirklichkeit rein. Ich nehme die Zuschauerzahl von hier immer nicht als maßgebend an. Weil das Quatsch ist, wie die hier die Spalien ausbauen ohne Ende. Also, es geht in der Allianz Arena für uns. Im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. Ähnliche Ausgangslage wie zuletzt in der Wirklichkeit. So. Finanziell sieht es natürlich wieder ganz rosig aus jetzt, jawohl. Trotz der Minussachen da. Jetzt drehen wir auf jeden Fall auf den FC Augsburg. In Augsburg. Grün-Weiß sind die Farben unseres Traums, der FC
Im Hinspiel haben wir 2-2 geschafft. Mal gucken, wie es jetzt wird. Lautern trifft zu Hause auf Bochum, Augsburg auf Chemnitz, Paderborn gegen Dresden. Alles entscheidende Duelle, die Verfolger könnten patzen und die Spitzenteams könnten wieder davon ziehen. Hector ist verletzt, mal wieder. Hector mal wieder verletzt, so. Pokalprämie. 1,7 Millionen Euro an Fernsehgelder. Halbfinale haben wir gesehen gegen die Bayern. Erfahrene fühlt sich nicht wohl. Eklig. Zusätzliches Budget. 2,8 Millionen Euro. Für ihr Reservebudget erhalten. Alles klar. Dann können wir das noch ein bisschen aufkloppen und dann können wir wieder uns ein bisschen was leisten. Hector ist verletzt. Herausgesprungene Kniescheibe. Ihhh. 4 Wochen Pause für Hector. Ist halt bitter. Tom Scheffel. Ah, fällt auch aus. Hirsch fällt auch aus. Kniebrett. Also wir haben ja hier wirklich mit Verletzungspech zu kämpfen jetzt. Die zweite verliert gegen Kiel. 3-1. Junghahn wieder bester Mann. So, wir gucken mal in die zweite Mannschaft rein. Wen wir uns jetzt heute mitnehmen können. Für den Kader ersten. Georg Rittert. Ja, wir nehmen uns Rittert mit. In die erste Mannschaft berufen fürs nächste Spiel. Kommt er mit. Rittert für Hector in den Kader dann natürlich auch. Ansonsten bleibt die Startaufstellung so, wie wir gegen Hannover gespielt haben, denn da gibt es ja keine großen Gründe, was zu verändern. Wir versuchen dann gleich mal hier im Finanzstatus was zu verändern. Reservebudget, genau, Budgetänderung. Und wir können hier ausgucken. Was haben wir? 3,1 Millionen, jawohl. So, dann hauen wir hier ein bisschen was drauf. So, haben wir da ein bisschen was drauf und dass wir vielleicht ein paar Transfers noch abschließen können für die kommende Saison schon mal. So. Und dann haben wir gleichzeitig hier noch ein bisschen was drauf. So. Und da natürlich auch noch. Alles klar. Vorstandsbudget bitten. Da das Restbudget weiterhin höher ist als noch Saisonstart, hat der Vorstand keine Probleme mit ihrer Anfrage und genehmigt ihre Verschiebung von 3,2,8 Millionen Euro. Von daher, ja, sieht das richtig schick aus. Haben wir ein paar Kosten hier bei Baukosten wieder hochgestapelt. Transfers haben ein bisschen was zu viel. Und jetzt haben wir auch Budget zum Vertrag verlängern, ne? Aber ich will Förster ja keinen hochnotierten Vertrag geben. Von daher können wir uns jetzt mal ein bisschen was angucken. Hier, was hat man denn im Blickfeld gehabt neulich? Meißner hatten wir drin. Ja, Fitztum, Bubala, Leibold. Mhm. Das Tüting hat, glaube ich, verlängert dort. Da brauchen wir nichts. Was haben wir hier noch? Kevin Neuendorf vom Mäusewitz. Ist momentan vereinslos oder wie? Ach so, A-Jugend. Ah, okay. Gut, den geben wir mal einen Vertrag mit hier. Den geben wir jetzt mal einen Vertrag. Realistische Chancen bei ihm. Okay, na gut. Zweite Mannschaft, keine Option für ihn, was? Gavranovic, ja gut, der wird immer wertvoller dabei. Zürich. Hat er schon eine, ja, der trifft ohne Ende da. Ja, Nidis wäre natürlich klasse, wenn man den kriegen könnte. So, hat der schon verlängert dort? Ne, ja gut, das ist jetzt auch die Frage. Ob wir es wirklich durchziehen, so. Was haben wir sonst noch so? Neuendorf, Kevin Möwald. Von Erfurt. Für die nächste Saison. Naja, überlegen wir es noch. Wir ein gutes Talent. Janzer. Fitztum spielt bei Gladbach jetzt? Warum das? 21 Jahre jung. Hat er ausgeliehen nur? Ne, die haben sie sich geholt. Spielt momentan nur Zweite. Alles klar. Michael Fitztum. Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Mann, denn auf jeden Fall für die nächste Saison. Aber ansonsten, müssen wir sehen. Was war das denn? Chris Magery? Wo haben wir den denn aufgegabelt? Sheffield Wednesday. Spielt der? Bei Sheffield Wednesday. Wednesday. 25 Jahre jung. Naja. Gut, auf jeden Fall werden da erstmal welche gescoutet momentan. Transfervorbereitung. Ja. Florian Brügmann. Ja, den will ich auch gerne holen. Obwohl, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir den holen könnten. Ah, geht schon nach Ingolstadt. Schade. Schade. Haben wir eine Absicht gehabt, den zu holen, aber das wird erstmal nichts. Das haben wir Beratergespräch. Wollen wir auf jeden Fall mit Adressu lange führen, bis er ein Angebot kriegt von Lautern. Dann können wir uns noch Zeit lassen. Also, da kriegen wir ja Bescheid, denn dann können wir uns immer noch entscheiden, was es will. Aber wir haben erstmal hier ein bisschen Budget übrig und das ist doch vernünftig. Gut. Geht gegen Augsburg. Wie gesagt, gleiche Startaufstellung. Gleiche Taktik. Konterspiel ab. Mittellinie ist angreifen. Wir spielen auswärts. Einsatz. Nehmen wir ein kleines bisschen runter. Kleines bisschen runter. Auf die 85% wieder, die wir sonst hatten auch. Und dann werden wir schauen, was daraus wird. Auf jeden Fall danke erstmal für heute, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und dann sage ich ciao, euer Hansa-Fan.